Das Thema ist sicher für uns alle von existenzieller Bedeutung. Denn die politische und ökonomische Stabilität, auch die soziale und kulturelle Stabilität Europas, der alten Welt, hängen weitgehend davon ab, wie sich die Zukunft entwickelt. Und ich habe eigentlich dem heutigen Tag eine etwas andere Überschrift geben wollen, nämlich nicht der Schuft ist der Schurke, sondern das Mittelmaß. Und ich denke, damit ist eigentlich auch schon der Finger auf die Wunde gelegt, denn das, was heute unsere Politiker sich leisten an Ideenlosigkeit zur Behebung der Arbeitslosigkeit, zeugt von nichts anderem als vom Mittelmaß. Das Drumdoktern an Symptomen wird mit Sicherheit nicht ausreichen, um dem Phänomen der Arbeitslosigkeit gerecht zu werden. Völlig neue Faktoren, die die Arbeitslosigkeit wahrscheinlich in den meisten europäischen Ländern dramatisch ansteigen lassen werden, ist zum einen sicher die Globalisierung der Märkte, sodass durch die Globalisierung der Märkte die Bundesrepublik Deutschland ein zu teurer Arbeitsmarkt wird. Und der Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland lässt sich nach den bisherigen Einfällen, die Politiker oder auch Gewerkschaften entwickeln, lässt sich die Marktstruktur des Arbeitsmarktes in der Bundesrepublik Deutschland nicht so reformieren, dass Arbeitslosigkeit damit ernsthaft behoben werden könnte. Und deshalb spreche ich hier von dem, nicht, dass ich einem einzelnen Menschen Schuld zufügen möchte, aber trotzdem, der Schurke ist das Mittelmaß und nicht irgendein Verbrecher oder sonst irgendetwas. Mit der Mittelmäßigkeit der Einfallslosigkeit der Politik, aber auch anderer großer Institutionen, bis hin auch der Einfallslosigkeit der Kirchen, die ja auch noch einen gewissen, wenn auch nur vorübergehend vermutlich, noch gewissen Einfluss haben auf politische und ökonomische Denkmuster und Denkstrukturen. Gerade die jetzige Bischofskonferenz, die zurzeit tagt im katholischen Raum, wird wahrscheinlich wieder Stellung nehmen zu dem Problem auch der Arbeitslosigkeit. Und mich erstaunt immer die Naivität, die dahinter steckt. Ich denke, wir sollten zunächst mal mit einer Analyse beginnen, bevor wir Rezepte oder Thesen oder so etwas bedenken. Wir befinden uns in einer Zeit eines wirklich radikalen Umbruchs. Dieser Umbruch, den habe ich versucht zu beschreiben in dem Buch »Das Ende der Neuzeit«. Das heißt, die konkreten ökonomisch-politisch-sozialen und kulturellen Werte werden nicht mehr ethisch reguliert. Es gibt keinen allgemeinen Konsens mehr über Verbindlichkeiten einer Ethik. Das bedeutet, dass sie sich sozial unverträglich verhalten können und auch danach tendieren, sich sozial unverträglich zu verhalten. Das ist aber nicht nur eine reine soziale Unverträglichkeit, sondern das ist, so möchte ich meinen, so eine Art lustvoller Selbstmord. Soziale Unverträglichkeit bedeutet letztlich den Niedergang des Politischen und des Ökonomischen, des Sozialen und Kulturellen. Sozial widrig sich zu verhalten, fordert von den Menschen, die unter dieser sozialen Unverträglichkeit leiden, nicht nur den Protest heraus, sondern früher oder später auch die innere und bald darauf die äußere Rebellion. Wir müssen uns also damit abfinden, dass auch nicht nur die Werte, die ökonomisch-politisch-sozialen, kulturellen Werte der Neuzeit zerfallen und enden, sondern auch die nicht mehr durch diese Werte regulierten Institutionen zerfallen. Was bedeutet das? Wir müssen etwas beginnen, was ich einmal jetzt Social Reengineering nennen möchte. Im ökonomischen Bereich hat sich das
Reengineering-Prinzip ja weitgehend durchgesetzt und das Social Reengineering, wie ich das jetzt mal nennen will, bedeutet, dass wir völlig umdenken müssen, dass wir nichts, aber auch gar nichts für selbstverständlich halten müssen an Strukturen im ökonomisch, politisch, sozialen und kulturellen Bereichen. Das ist das eine, der eine Aspekt des Social Reengineering. Der zweite Aspekt ist, dass wir so tun müssen, bitte nicht dürfen, als wenn wir politisch, ökonomisch, sozial und kulturelle Strukturen jetzt ganz neu schaffen könnten und müssten. Und zwar so, dass wieder ökonomische Muster entstehen, politische Muster entstehen, kulturelle und soziale Muster entstehen, die sozialverträglich sind und die damit auch wieder implizite oder explizite einer Ethik gehorchen. Und da ich, wie könnte ein Live-Vortrag anders aussehen, für diesen ethischen Wert immer schon Biophilie vorgeschlagen habe, denke ich, dass hier ein Prinzip wir an der Hand haben, das es uns erlaubt, dieses Social Reengineering auch zu leisten. Dieses totale Umdenken, das von uns gefordert wird, eben für nichts für selbstverständlich halten, kein Unternehmensstruktur, keine Struktur, politische Struktur, keine ökonomische Struktur, auch jetzt im Bereich mal der Gewerkschaften, keine Struktur im Bereich des Kulturellen und etwa im Bereich jetzt der Kirchen etwa, wird in der gleichen Weise erhalten bleiben können wie jetzt, denn ich erfahre es am eigenen Leibe. Die jetzigen Strukturen sind nicht mehr sozialverträglich, sind nicht mehr ethisch reguliert. Und wir brauchen also neue und andere. Und zwar nicht eine Reparatur, 2% der Sozialausgaben zu mindern oder 3% der Sozialausgaben zu mindern. Das sind geradezu lächerliche Schönheitsreparaturen, die die Bundesregierung versucht, um nicht erkennen zu müssen, dass wir vor einer oder mitten in einer völlig neuen Zeit stecken, die in einer Weise von uns neues Denken verlangt, die zu der von mir kein bekannter Politiker auch nur entfernt in der Lage ist. Und wenn er dazu in der Lage wäre, zu erkennen, was auf uns zukommt, dann müsste er darüber aber wohl schweigen, weil er sonst sehr bald von der politischen Bühne verschwinden müsste. Wir tun also, als ob die jetzige Zeit eine strukturelle Krise sei, so wie wir schon strukturelle Krisen überwunden haben. Sagen wir die Weltwirtschaftskrise von 29 bis 35 oder 34. Nicht diese strukturellen Krisen haben zwar dazu geführt, dass in diesem Fall jetzt meistens über keynesianische Strukturen es gelungen ist, die Arbeitslosigkeit wieder zu beheben, das heißt also durch Staatsinterventionen. Wir haben ähnliche strukturelle Krisen gehabt, die dieser, in der wir heute leben, eher vergleichbar sind. Das ist die strukturelle Krise gewesen, die mit dem ersten Beginn des Maschinenzeitalters einsetzte. Auch hier war eine Menge an Arbeitslosigkeit zu bewältigen, konnte bewältigt werden, weil gebraucht worden ist in Menge nicht gelernte oder angelernte Arbeit. Die strukturelle Krise, in der wir heute stecken, ist anders. Da wird nicht ungelernte oder angelernte Arbeit verlangt, um in den Manufakturen, um den Fabriken tätig werden zu können, sondern hier setzen völlig andere Maschinen ein, die zu bedienen sind, und die hohe Qualifikation verlangen, nicht ungelernte Arbeit oder angelernte Arbeit. Sodass sehr viele in dieser Situation sehr viele Arbeitsplätze in Zukunft noch fortfallen werden. Verbunden mit diesem Phänomen einer strukturellen Krise, eine völlig neue Art, entfernt vergleichbar mit der Krise der ersten Industrialisierung, ich würde das jetzt mal als Krise der zweiten Industrialisierung
bezeichnen. Die erste Krise war eine Krise, die durch die Erfindung mechanischer Maschinen im Wesentlichen ausgelöst worden ist. Während wir jetzt elektronische Maschinen haben, die zu beherrschen nicht so einfach ist, bei weitem nicht so einfach ist, wie die von mechanischen Maschinen. Die Welt ist durch die Computerisierung und die Folgen dieser Computerisierung eine andere geworden. Unsere Gesellschaft, wir reden so einfach dahin, ist, als wenn das selbstverständlich wäre, ist heute nicht mehr eine im klassischen Sinne Leistungsgesellschaft, sondern ist eine Informationsgesellschaft. Das, was wir produzieren, an erster Stelle sind Informationen und aus den Informationen dann Dienstleistungen oder auch Waren. Aber an erster Stelle steht die Information, die Verarbeitung von Informationen, und das fordert eine hohe Qualität an im ökonomischen und politischen Entscheidungsprozessen, aber auch in sozialen und kulturellen. Diese völlig neue Situation, verbunden wie gesagt mit der Globalisierung, bringt eine Bewegung in Gang, die nicht zu vergleichen ist, und das wäre ja eigentlich die naheliegendste Lösung, dass man versuchen könnte, die Armutsmigration, die in manchen Ländern auf nationaler Ebene stattfindet, nachzuahmen. Was verstehen wir unter Armutsmigration? Die Armutsmigration, die nationale Armutsmigration bedeutet, dass die Menschen im nationalen Bereich dahin wandern, wo es etwas besser geht. Und zwar so lange wandern, bis wieder der gleiche Level von Armut in nationalem, auf nationaler Ebene erreicht ist. Ein schönes Beispiel, ganz zu Anfang, als ich begann mit diesen Dialektikseminaren, haben einige Teilnehmer sich zusammengetan und haben ein kleines Dorf in Mexiko versorgt, haben zu zweit oder dritt hingefahren, haben geschaut, was los ist, was die Leute brauchen. Und was brauchen die Leute? Die brauchen eine Schule, die brauchen ein Krankenhaus, die brauchen Wasser. Und das ist das, was sie vor allen Dingen benötigen. Nicht? Und dann hat man dann ein kleines Krankenhaus mit einem Arzt und zwei Schwestern gebaut, hat eine Schule gebaut, hat einen Lehrer angestellt, hat ein paar Brunnen gebohrt. Und das Dorf war innerhalb weniger Monate reicher als die gesamte Umgebung. Was ist geschehen? Das Dorf, das vielleicht 3.000 Einwohner hatte, hatte innerhalb kürzester Zeit 30.000 Einwohner, und da war der ganze Reichtum wieder weg. Das nennen wir Armutsmigration. Analog zur Armutsmigration gibt es jetzt eine übernationale Armutsmigration. Das heißt, wir haben eine Tendenz, dass Menschen dahin wandern, wo etwas größerer oder höherer Lebensstandard ist. Und die Migrationsbereitschaft in diesem Bereich, also über die nationalen Grenzen hinausgehenden Bereich, ist etwa bei 10-15% dürfte die liegen. Vielleicht auch bei einigen Ländern deutlich drüber, aber ich nehme mal an, 15% ist schon gut geschätzt. Aber wir werden eine Völkerwanderung bekommen. Die Globalisierung ist ein etwas harmloses Wort. Arbeit wandert nicht nur dahin, wo sie am billigsten zu kaufen ist. Arbeit wird nicht nur aus den teuren Ländern exportiert in billige Länder aufgrund der Globalisierung, sondern wir haben auch eine früher oder später leider nicht mehr realisierbare Migration, dass Menschen dahin wandern, wo Arbeit ist. Diese Migration haben wir vielleicht jetzt zwischen den beiden Bereichen mit der Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland, nicht? Dass es da eine starke Migration gegeben hat nach zum Westen hin, weil im Osten deutlich der Kapitalstock so war, in einem so elenden Zustand war, dass de facto nicht mehr sinnvoll in wettbewerbsfähig, Weltmarktwettbewerbsfähig produziert werden konnte, im industriellen Bereich zumindest. So dass wir dann viele Freistellungen hatten, und hier sind dann sicher 2-3 Millionen, wir wissen nicht genau wie viel, vom Osten, es gibt keine offiziellen Statistiken darüber, vom Osten in den Westen gewandert.
Nicht diese Migration, die ich jetzt mal nicht Armut, sondern Arbeitsmigration nennen möchte, vermehrt natürlich in den Ländern, in denen Arbeitslosigkeit herrscht, die Arbeitslosigkeit zusätzlich, wenn Arbeit überhaupt angeboten wird. Also, dass wir früher oder später vielleicht europaweit mit Gründung der EU, aber später vielleicht auch noch weltweit eine Migration haben, dass Leute dahin wandern, wo Arbeit anfällt, und zwar unabhängig von der Höhe der Entlohnung. Diese Arbeitsmigration, dass Menschen dahin wandern, wo Arbeit zu finden ist, ist etwas völlig Neues, denn die Arbeitsmigration, die wir bislang gehabt haben, in der Bundesrepublik von Ost nach West etwa, diese Migration ging ja dann auch in den Bereich höherer Entlohnung und besserer Entlohnung oder zumindest in die Erwartung besserer Entlohnung. Das wird dann wohl nicht mehr sein. Die Analyse, nun soweit ein paar Worte zur Analyse, jetzt einige Worte zu dem, was das für die Arbeit bedeutet. Ich will jetzt nicht einen großen philosophischen Traktat über die Würde der Arbeit halten. Darüber ist so viel geschrieben und gesprochen worden und darüber gibt es ganze Enzykliken und wir dürfen nicht vergessen, dass Arbeit ja nicht nur Würde ist, sondern auch Bürde. Für die meisten Menschen jedenfalls. Und deshalb sollte man nicht so viel von Würde der Arbeit sprechen, wohl aber umgekehrt die Beziehung zwischen Würde und Arbeit sehen. Arbeit kann entwürdigen. Arbeit kann entwürdigen und deshalb und insoweit sozial unverträglich sein und auch davon daher ein neues Strukturmuster im ökonomischen Bereich einfordern. Entwürdigende Arbeit ist immer dann gegeben, wenn die Würde des Menschen im Arbeitsprozess nicht beachtet wird. Und die Würde des Menschen im Arbeitsprozess wird nicht beachtet, wenn der konkrete Mensch als reines Mittel zum Zweck in den Arbeitsprozess eingeschaltet wird. Würde ist von Kant so definiert worden, als in dem Prinzip, handle und entscheide dich stets so, dass du in deinem Handeln und deinem Entscheiden den anderen und dich selbst niemals zum bloßen Zweck, sondern auch immer zum Ziel deines Handelns machst. Wenn ich das nicht tue, entwürdige ich den Menschen. Wie kann Arbeit Würde wieder ihre Würde bekommen? Wie kann sie von der numerischen Funktionalität in die Personalität zurückgeführt werden? Ich persönlich glaube, dass die jetzigen kapitalistischen Strukturen dieses nicht zu leisten vermögen. Wir werden also, wenn wir Würde wiederherstellen wollen im Arbeitsprozess, eine völlig neue Organisation der Arbeit und der Mikrostrukturen, aber auch der Makrostrukturen im Arbeitsmarktbereich bereitstellen müssen oder wiederfinden müssen. Und ich habe eben gesagt, dass nichts im Social Engineering als selbstverständlich gelten darf, sondern im Gegenteil davon auszugehen ist, dass völlig neue Strukturen und Muster gefunden werden können und müssen, die wieder einem sittlichen Prinzip gehorchen, um die Sozialunverträglichkeit dieser alten Strukturen zu beheben. Und eine der Sozialunverträglichkeiten ist, dass Menschen funktionalisiert werden im Arbeitsprozess. Es ist das vielleicht, das ist nicht notwendig, in kleineren Unternehmen geschieht das wahrscheinlich sehr viel weniger, aber als in Großbetrieben. Nicht? Und viele Entlassungen geschehen auch so, dass einfach die funktionale Optimierung des Unternehmens angestrebt wird. Wenn Sie das Wort, das entwürdigende Wort hören, vom Shareholder Value,
dann wird das deutlich. Das entwürdigt den Arbeiter und es kommt nur darauf an, den Nutzen des Shareholder, letztlich also den Nutzen des Unternehmens, den Wert des Unternehmens zu mehren. Wenn das doch so wenigstens realisiert würde, den Nutzen des Unternehmens mehren oder den Wert des Unternehmens mehren, das meint ursprünglich Shareholder Value, aber das wird dann, ich habe bei zwei Aktionärsversammlungen jetzt hören müssen, dass der Vorsitzende des Vorstandes von Shareholder Value sprach und er meinte damit die Höhe der Dividende, was absurd ist, denn die Dividendenzahlung mindert den Wert des Unternehmens. Ist also genau das Gegenteil von, eigentlich von Shareholder Value. Sie sehen, wie dumm, einfältig und strukturlos auch ökonomisches Denken auf der Vorstandsebene geworden ist. Und zwar auch in diesem Fall handelt es sich, ich kann ruhig die Unternehmen nennen, zwei der größten deutschen Unternehmen, nämlich die Deutsche Bank und ihre Hauptversammlung und die Hauptversammlung von der Daimler-Benz AG. Nicht der Vorsitzende des Vorstandes hat von Shareholder Value gesprochen. Dass ein Unternehmen nicht von Shareholders bestimmt wird, macht daran schon erkenntlich sein, dass die Shareholders, die Aktionäre, in keiner Weise Besitzer oder Bruchteilseigner des Unternehmens sind, sondern sie bilden so eine Art Körperschaft, die als Ganze das Unternehmen besitzt. Die Problematik, die hier schon deutlich wird, dass man gleichsam den Shareholder als Eigentümer, als Bruchteilseigentümer des Unternehmens sieht, ist zumindest in der Bundesrepublik Deutschland weder rechtlich noch praktisch gesichert. Wenn Sie einmal sich die Mühe machen, im Aktiengesetz nachzuschauen, was der Shareholder, der Aktionär für Rechte hat, dann werden Sie sehen, dass das sehr wenige sind. Nicht? Er hat ein Anrecht auf eine bestimmte Dividende, wenn das Unternehmen Gewinn erwirtschaftet hat zumindest. Er hat ein Anrecht auf Auskunft und er hat ein Anrecht, wenn das Unternehmen liquidiert wird, anteilig am Liquiditätsertrag erlöst, beteiligt zu sein. Das ist aber keine Bestimmung, die das Recht zu Recht vom Eigentümer sprechen lässt. Hier mit dem Begriff der Würde begegnen wir auch der Würde und Arbeit, nicht der Würde der Arbeit, bitte. Wie begegnen sich Würde und Arbeit? Hier begegnen wir auch einem anderen Gedanken, nämlich, dass ja ein Privateigentum, ein Wort, das übrigens von Hegel erst erfunden worden ist und nicht etwa schon uralt ist, zunächst mal ja doch meint, das dingliche Verfügungsrecht über eine Sache. Nicht? Und wenn ich Privateigentum meine, dann meinte Karl Marx damit, das Privateigentum zunächst mal als Eigentum an fremder Arbeit. Und wenn ich fremde Arbeit als dingliches Eigentum über eine Sache bezeichne, dann bedeutet das eine endlose Entwürdigung des arbeitenden Menschen und der Arbeit des entmenschlichten Menschen. Ich möchte annehmen, dass die neuen Strukturen, die sich auf dem nicht durch den Arbeitsmarkt erzwungen ergeben, aber die notwendig sind, um ein ethisches Prinzip, ein sittliches Prinzip wieder der Ökonomie aufzuprägen, also etwa das Biophilie-Prinzip der Ökonomie aufzuprägen, laboristischer Art sein wird. Das heißt, es darf kein Mensch an fremder Arbeit Eigentum erwerben und das ist nur möglich, wenn der Faktor Arbeit im Unternehmen bestimmt, was geschieht und nicht der Faktor Kapital. Nicht, dass jeder im Unternehmen Tätige auch Entscheidungsrecht hat, vertreten etwa durch den Betriebsrat, Entscheidungsrecht hat, was im Unternehmen geschieht und was nicht geschieht.
Er ist dann wirklich Miteigner des Unternehmens. Ob das nun in Form einer Genossenschaft oder einer GmbH organisiert wird, das ist gleichgültig. Kapital ist sicher wichtig, aber es ist kein Faktor, sondern es ist nur eine Produktionsbedingung. Es geht in das Produkt der Arbeit nicht innerlich ein, sondern nur äußerlich. Ich denke, das ist heute schon so und das ist auch wohl allgemeines Wissen der Betriebswirte oder der Volkswirte. Die Frage ist nur, dass niemand daraus irgendwelche Konsequenzen gezogen hat und warum niemand daraus irgendwelche Konsequenzen gezogen hat. Ich will nicht damit behaupten, dass der Laborismus in der Lage wäre, Arbeitsplätze neu zu schaffen. Aber er kann den Regeln sehr viel leichter, den Regeln des Marktes sich anpassen, des Arbeitsmarktes wieder anpassen, als das im Kapitalismus überhaupt möglich ist. Jedenfalls so wie dieser Kapitalismus in der Mésalliance, die ja mit den politischen Strukturen eingegangen ist, es ermöglicht. Ich vermute, dass die Marktanpassung im Interesse des Unternehmens, weil der Unternehmensbestand ja gesichert wird und jeder, der im Unternehmen Tätigen, also der Arbeithabenden, an erster Stelle daran interessiert ist, die Arbeit zu bewahren, sich dann in seinem Verhalten klar macht, dass seine Arbeit nach den Regeln von Angebot und Nachfrage dieser Arbeit bezahlt wird, honoriert wird. Und dass er zum Zweiten natürlich sehr daran interessiert ist, dass über den Marktpreis der Arbeit hinaus Gewinn erwirtschaftet wird, weil er allein von diesem Gewinn lebt. Also das, was Marx den Mehrwert genannt hat, ist der Anteil seines Lohns, der bestimmt wird durch den Marktwert seiner Arbeit und zum Zweiten durch die Wertschöpfung, die er den Anteil der Wertschöpfung, der an der gesamtbetrieblichen Wertschöpfung leistet. In diesem Falle, denke ich, werden die Löhne, ich habe das mal mit meinem Computer, ich habe da so ein volkswirtschaftliches Programm drauf, ein relativ gutes, ausgerechnet, hätten wir in der Bundesrepublik Deutschland, wenn wir laboristische Strukturen einführen würden, hätten wir 1,4 Millionen Arbeitslose, das ist ungefähr die natürliche Arbeitslosenquote, das heißt die Quote, die selbst bei Vollbeschäftigung nicht unterschritten wird und deshalb eine Menge Arbeitsunwillige darunter sind oder nicht Menschen, die nicht bereit sind, Arbeit zu migrieren, wenn anderswo Arbeit angeboten wird, die ihrer Ausbildung oder ihren Vorstellungen von Entlohnung entspricht und so weiter. Gleichzeitig hätten wir eine Lohnabsenkung im Bereich, und beides geht jetzt nur auf den Bereich der sogenannten exekutiven Arbeit, also der ausführenden Arbeit, nicht der dispositiven Arbeit. Gleichzeitig hätten wir eine Absenkung des Lohns etwa um zwischen 20% und 25%. Ich weiß nicht, ob wir uns das nicht leisten sollten. Nicht? Das würde allerdings bedeuten, dass die Verbände nicht mehr in die konkreten Unternehmen hineinregieren könnten, sondern dass die Kenntnis der Strukturen des Unternehmens, der Gewinnsituation des Unternehmens, der Ertragssituation des Unternehmens besser und der Verteilungsgrößen der gemachten Gewinne sehr viel besser und gerechter den Markt regulieren würden, als das jetzt geschieht bei einem völlig regulierten Arbeitsmarkt, der sowohl durch Gesetze, von Politik also, Kündigungsschutzgesetz,
Mitbestimmungsgesetz, aber nicht Mitbestimmungsgesetz, nicht an erster Stelle Tarifvertragsgesetz, aber auch das sogenannte Konjunkturgesetz, gehören alle hierher, dass diese Eingriffe der Politik in die Ökonomie, insofern sie den Arbeitsmarkt mittelbar oder unmittelbar betreffen, fortfallen. Das bedeutet Deregulierung. Und zum Zweiten bedeutet auch noch, eine zweite Deregulierung müsste stattfinden, das ist die Deregulierung durch die Gewerkschaften. Nicht, das heißt, dass das TVG, das Tarifvertragsgesetz, müsste verschwinden, nachdem ausschließlich die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände tariffähig sind, also tarifvertragsfähig sind. Es widerspricht außerdem christlichen Vorstellungen, diese Anordnung, insofern wir im Subsidiaritätsprinzip, das ja unmittelbar auch aus der Würde des Menschen folgt, nicht? Dass zunächst einmal der betreffende Mensch weiß, was am besten, also als Erwachsener weiß, was für ihn gut und richtig ist, als irgendwelche Politiker, die sich einbilden, sie wüssten, was gut und richtig ist für uns Menschen. Dass von unten nach oben, also die Strukturen, die neuen Strukturen aufgebaut werden müssen und nicht von oben nach unten in dieser neuen Welt im Social Reengineering. Nicht, dass also, das wird bedeutet, dass also der natürliche Partner des Unternehmens, der Unternehmensleitung, der Betriebsrat ist und hier dann die Löhne ausgehandelt werden, unbeschadet von der Tatsache, dass auch unabhängig von den Aushandlungen des Betriebsrates jeder Einzelne in der Lage sein muss, einen privatrechtlichen Arbeitsvertrag mit der Unternehmensleitung abzuschließen und auf einem Lohnniveau, das er für, mit dem er halt zufrieden ist. Das und in welchem Umfang er sich dann vom Betriebsrat vertreten lässt, das ist dann seine Sache. Es muss aber, es darf keiner gezwungen sein, sich vom Betriebsrat vertreten zu lassen. Das würde dem Subsidiaritätsprinzip widersprechen. Dass das Subsidiaritätsprinzip unmittelbar aus der Würde des Menschen herleitbar ist, denke ich, ist mittlerweile unbestritten. Das, was in Maastricht ausgehandelt worden ist über Subsidiarität, ist eher zum Schmunzeln und zeigt wieder, dass wir von Einfältigen eher regiert werden. Nicht der Schuft ist der Schurke, sondern das Mittelmaß. Wenn die Tomaten als Tomaten einen Durchmesser von 4-5 cm haben müssen, um im Markt verkauft zu werden, dann ist das mit Subsidiarität gar nichts mehr zu tun. Ich möchte gerne die Tomatengröße kaufen dürfen, die mir passt und nicht, was vorgeschrieben ist. Und so kann ich die dann vom Bauern direkt kaufen oder von dem Tomatenzüchter, das ist natürlich möglich. Aber sie dürfen nicht auf den offiziellen Markt, in das offizielle Marktgeschehen eingreifen. Also, Subsidiarität muss ernst genommen werden. Und Subsidiarität beginnt mit dem Ernstnehmen des einzelnen Menschen. Und die Strukturen, die neuen Strukturen, die aufgebaut werden, im politischen, ökonomischen, kulturellen, sozialen Bereich, müssen hier ansetzen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist Artikel 1 des Grundgesetzes. Ich habe es schon mal in einem vorhergehenden Vortrag gesagt. De facto sind wir in einer Situation, die jedes Social Reengineering unmöglich macht, nämlich wohlerworbene Besitzstände sind unantastbar. Nicht dieser Grundsatz, dieses Grundprinzip muss fallen und wird auch fallen müssen, denn solange wir daran festhalten, dass wohlerworbene Besitzstände unantastbar sind, ist ein Reengineering unmöglich. Dann machen wir immer so weiter und das bedeutet, dass in 10 Jahren, in 15 Jahren spätestens die ökonomischen Strukturen, aber auch die politischen Strukturen der Bundesrepublik Deutschland kollabieren werden. Und das wollen wir ja wohl nicht. Das zweite ist das Problem und die Verbindung von Freiheit und Arbeit.
Persönliche Freiheit wird heute im Allgemeinen definiert als die Fähigkeit und Bereitschaft, selbstverantwortet sein Leben zu gestalten. Sie sehen, das hängt unmittelbar jetzt zusammen wiederum mit der Würde. Wenn ich mein Leben, wer kann, welche Arbeitsplätze sind so geschaffen, dass ein Mensch an dieser Arbeitsstelle, wenn er nicht gerade in Führungspositionen ist, aber auch da gibt es erhebliche Begrenzungen, oft Zwänge, die stärker sind als bei dem Menschen, der unten, also bei jedem Hilfsarbeiter im Unternehmen. Wer kann schon im Unternehmen selbstverantwortet sein Leben gestalten? Das geht weder im ökonomischen Bereich, in den jetzigen Strukturen, weil dahinter keinerlei ethisches Prinzip steht, das diese Selbstentfaltung, diese selbstverantwortete Entfaltung sichert, sondern das geht erst in einer völlig neuen Struktur, ökonomisch-politischen Struktur, die die Selbstentfaltung, die verantwortete Selbstentfaltung ermöglicht. Nämlich wiederum Strukturen, etwa die unter dem Biophilie-Postulat stehen. Biophilie und Freiheit hängen unmittelbar zusammen. Das eine kann nicht ohne das andere sein. Freiheit, die Fähigkeit und Bereitschaft, selbstverantwortet sein Leben zu gestalten. Wo wird das tatsächlich realisiert? Im Gegenteil, die Politik versucht immer weiter, uns diese Verantwortung abzunehmen. Und leider gibt es auch Menschen, die froh sind, dass die Verantwortung für das Gelingen ihres Lebens ihnen von Politik und Unternehmen abgenommen werden. Der Schurke ist das Mittelmaß. Den Einwand, den ich an dieser Stelle meistens zu hören bekomme, wenn ich über Freiheit und Arbeit spreche, was ich zum zweiten Mal übrigens tue, aber beim ersten Vortrag, den ich vor einigen Monaten mal gehalten habe, war immer der klassische Einwand, war immer, wer will dann überhaupt frei sein, wenn personale Freiheit bedeutet, selbstverantwortet sein Leben zu gestalten, die Fähigkeit und Bereitschaft, wer hat die denn schon? Wir machen so, als ich noch Hochschullehrer war, musste ich relativ häufig in Wissenschaftstheorie arbeiten, in Statistik vergeben, weil Statistik ja doch eine heute im einen großen Bereich der Wissenschaften, nämlich der sogenannten Handlungswissenschaften, eine unverzichtbare Rolle hatte. Und wir haben dann in konkreten Abständen, nämlich normalerweise 2 oder 3 Jahre, haben wir Studenten standardisierte Vorgaben gegeben, die nach Zufallsprinzip gezogen wurden, also hinten nach Matrikelnummern und erreichbar waren. Manche sind ja nur immatrikuliert und sind nicht erreichbar. Erscheinen nur persönlich zur Rückmeldung und verschwinden dann wieder. Also von denen, die erreichbar waren, haben wir dann einen Zettel vorgelegt und haben dann Postkartengröße und haben dann 8 bis 10 mögliche Antworten gegeben auf bestimmte Wertbegriffe, unter anderem eure Freiheit. Und da haben von der Goethe-Universität doch in der genannten Stichprobe etwa 80% bis zu zwei Kreuzchen konnten gemacht werden und bis in 10, was verstehen Sie oder du, was verstehst du unter persönlicher Freiheit. Dann haben doch die meisten Studenten angekreuzt, 80% haben angekreuzt, die Fähigkeit und Bereitschaft, selbstverantwortet mein Leben zu gestalten. Nicht, hier kommt vielleicht hoffnungs eine Generation auf uns zu, die etwas kämpferischer ist, wenn es darum geht, diese personale Freiheit durch Politik oder durch Ökonomie zu beschneiden. Auch hier wird sicher wieder im Laborismus sehr viel mehr die Selbstverantwortung für das Gelingen des eigenen Lebens von dem Betreffenden eingefordert, als in einer kapitalorientierten Wirtschaft und kapitalbeherrschten Wirtschaft auch nur
angeboten werden kann, strukturell angeboten werden kann. Es sei denn, diese Wirtschaft hätte wiederum ein ethisches Prinzip, das sie regulierte und auf diese Weise dann wieder Freiheit ermöglichte. Aber das mag für einzelne Unternehmen gelten. Es gilt leider nicht für die Gesamtheit oder die Mehrzahl der Unternehmen. Es gilt für manche Handwerks- und Betriebe sicher. Aber im industriellen Bereich ist das eher eine Ausnahme. Ich kenne 2 oder 3 Betriebe, die bewusst versuchten, die Eigenverantwortlichkeit des Mitarbeiters zu stärken und zu fördern und zu belohnen. Wenn jemand versucht, selbst eigenverantwortlich etwas zu tun und nicht immer darauf schielt, was der Vorgesetzte wohl dazu sagen macht. Die Unfreiheit, in der wir heute leben, beseucht durch Politik, durch das Übermaß von uns immer einengenden Gesetzen. Achten Sie mal darauf bitte, dass der Staat ja eigentlich nur die Funktion hat, schweren Schaden vom Gemeinwohl zu wenden. Aber mittlerweile schon seit Jahrzehnten ist der Staat dabei, schweren Schaden dem Gemeinwohl zuzufügen, nämlich den Menschen die Verantwortung für das Gelingen ihres eigenen Lebens abzunehmen, durch vermeintliche Gesetze, die den Zweck haben, Wohlfahrt und Sozialverträglichkeit des menschlichen Verhaltens, aber auch Gemeinwohl zu mehren. Wir haben 2 Staatstheorien. Beide haben zum Zentrum in ihrem Ursprung die Sicherung menschlicher und personaler Freiheit gehabt. Die eine kommt von Rousseau, der sagt, die Menschen sind miteinander einen Vertrag eingegangen und diesen Vertrag, der soll vor allen Dingen die Transaktionskosten, also die Kosten, die entstehen, um es etwas vereinfacht zu sagen, bei der Durchsetzung von Ansprüchen, Rechtsansprüchen gleich welcher Art, um diese Kosten zu senken. Deshalb machen sie einen Vertrag miteinander. Und auf der anderen Seite, den englischen Empirismus, beginnt mit Locke, der sagt, nein, das Prinzip Homo homini lupus, der Mensch ist für den Menschen ein Wolf, dieses Prinzip muss behoben werden und dazu ist der Staat notwendig. Worin liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass zum einen der Staat aufgefordert wird, die Wohlfahrt zu mehren, und auf der anderen der Staat ausschließlich die Funktion hat, Schaden vom Gemeinwohl zu wenden. Die erste Theorie, die Rousseau'sche Theorie, ist von Marx aufgegriffen worden. Die zweite Theorie, die Locke'sche Theorie, vom liberalen Denken. Und warum sind alle unsere Politiker der Meinung, sie seien dafür verantwortlich, dass sie Wohlfahrt mehren? Das heißt, sie sind Marxisten. Warum sagt keiner von uns, dass ihr Politiker, gleich welcher Couleur, Marxisten seid? Dass ihr nebenher noch Heuchler seid, macht auch keiner zu sagen. Ganz einfach deshalb, weil die meisten Politiker, nicht alle, es gibt Ausnahmen, nur dann an Politik, an Mehrung des Gemeinwohls interessiert sind, wenn das zufällig mit der Mehrung des Eigenwohls zusammenfällt. Sonst kümmern sie sich um das Gemeinwohl so gut wie gar nicht. Wenn Sie sich mal die Mühe machen, die entsprechende Literatur zu lesen über die ökonomische Theorie der Politik, dann werden Sie das leicht feststellen können, dass das heute Allgemeingut ist. Aber die Politiker versuchen bei dem normalen Wähler ja noch immer den Eindruck zu erwecken, sie wollten das Gemeinwohl fördern. Nicht? Und Etikett, die sollten sich dann auch das Etikett umhängen. Wir sind christliche Marxisten, wir sind liberale Marxisten, wir sind soziale Marxisten, wir sind Marxisten. Diese Struktur ist auf die Dauer nicht durchzuhalten. Wenn neue politische Strukturen entstehen, dann werden sie liberal sein müssen. Dann wird die Vision von Karl Marx recht haben müssen, dann, der geschrieben hat, es wird ein Tag kommen, an dem sich auch die Bourgeoisie dem Arbeitern anschließt,
um eine Revolution zu machen, weil das die einzige Möglichkeit ist, den ganzen Dreck, der sich im Laufe der Jahrzehnte angehäuft hat, loszuwerden. Und damit sind wir wieder beim Reengineering, beim Social Reengineering. Social Reengineering bedeutet, sich die Strukturen neu so zu gestalten, als wenn man neu anfangen dürfte. Und das jetzt vor dem Hintergrund eines ethischen Prinzips, konsensuell festgelegten oder ausgemachten ethischen Prinzips. Es gibt aber noch etwas anderes, was mir wichtig zu sein scheint, nämlich die Frage von Gerechtigkeit und Arbeit. Und das ist das, was wahrscheinlich heute am meisten diskutiert wird. Bedeutet die Freistellung von Arbeit und wann bedeutet die Freistellung von Arbeit Unrecht? Wir haben seit Ulpian, 170 nach Christus so ungefähr, eine konsensuelle Definition von Gerechtigkeit, die da lautet, ich muss jetzt mal aus dem Kopf, also lateinisch heißt Voluntas stabilis iniquique jussuum tribuendum, auf gut Deutsch meint das den festen Willen, einem jeden sein Recht zuteil werden zu lassen. Und Ulpian kannte schon drei Rechtsquellen. Die erste Rechtsquelle ist das Vertrag, woraus ein Mensch Rechte haben kann, ist der Vertrag. Das zweite ist das Gesetz und das dritte, weil er civis romanus, weil er römischer Bürger ist. Wir würden sagen heute, weil er Mensch ist. Diese Menschenrechte treten immer weiter in den Mittelpunkt des Interesses oder sollten es tun, je mehr sie von Politik und Ökonomie mit den Füßen getreten werden. Wo werden Menschenrechte wirklich ernst genommen? Rechte, die ein Mensch hat, weil er Mensch ist. Freiheit und Würde sind etwa solche Menschenrechte. Die haben Menschen, weil sie Menschen sind, aus keinem anderen Grunde. Und die hat jeder Mensch. Dass unser Grundgesetz für die Soldaten schon manche Menschenrechte oder Grundrechte einschränkt, ist schon etwas Merkwürdiges. Es steht ausdrücklich drin im Grundgesetz, dass Soldaten von verschiedenen Grundrechten nicht Gebrauch machen können, dürfen. Gerechtigkeit, einem jeden sein Recht zuteil werden zu lassen, im Vertragsrecht und im Gesetzesrecht macht es uns kaum Schwierigkeiten. Aber wo bleiben die Menschenrechte? Es gibt eine europäische Menschenrechtskonvention, die von allen europäischen Ländern, vorletzte war Albanien, und von allen europäischen Ländern unterzeichnet worden ist, außer vom Vatikan, der als Einzige die Menschenrechtskonvention nicht unterschrieben hat, als europäisches Land. Was schon vielleicht ein gewisses Verhältnis von Kirche zu Menschenrechten bezeichnet, verdeutlichen mag. Dass der Papst herumreist und überall die Wahrung der Menschenrechte anmahnt, würde ich für sekundär halten. Er sollte besser mal das Ding da unterschreiben. Aber das würde dann bedeuten, dass ein Mensch, der von der Kirche bestraft wird, an einen europäischen Gerichtshof sein, wenn er in Bezug auf die menschenrechtlichen Verletzungen der Menschenrechte bestraft wird, an den europäischen Gerichtshof appellieren kann und hier ein Urteil erzwingen kann, das unter Umständen gegen den Papst ausfallen könnte. Und wer kann sich so etwas Schreckliches vorstellen? Ein Urteil gegen den Papst. Das Defizit an Gerechtigkeit ist sicher auch, wie gesagt, nicht nur auf die Kirche beschränkt, sondern wie schon gesagt, auch in Politik und in Wirtschaft die Regel. Nicht Menschenrechte werden nicht bewusst kultiviert. Sie sind Inhalt der Sonntagsreden. Ich habe jetzt auch schon mal eine Rede eines Unternehmens gehört. Da wurden tatsächlich von Menschenrechten gesprochen. Ein Unternehmen, bei dem tatsächlich Menschenrechte auch versucht werden zu realisieren, soweit das in einer kapitalorientierten Wirtschaft überhaupt möglich ist. Nicht, das waren die Trägerwerke hier. Nicht, da wurde versucht, jedenfalls bis vor kurzem, auf alle Fälle,
dass Christian Dräger noch die Leitung hatte, Menschenrechte auch in diesem Sinne zu realisieren, dass ein Mensch Rechte hat, weil er Mensch ist. Und er wird damit nicht funktionalisiert, er darf nicht funktionalisiert werden. Und viele Arbeitslosigkeit entsteht durch Funktionalisierung von Menschen. Das Tarifvertragsgesetz erlaubt es leider nicht, einem Unternehmen, das in dem Tarifvertrag eingebunden ist, wenn es kein Haustarifvertrag ist, etwa aus Solidaritätsgründen, dass alle Mitarbeiter, um Entlassungen zu vermeiden, auf eine bestimmte Menge ihres Lohns verzichten. Das Ding muss weg. Das widerspricht christlichen Vorstellungen. Es muss möglich sein, wie in den USA selbstverständlich, dass, wenn Entlassungen sonst unvermeidlich sind, Mitarbeiter auf einen Teil ihres Lohnes verzichten dürfen. In Deutschland ist das verboten. Artikel 1, Paragraph 1 TVG sagt, Vertragsnormen sind Rechtsnormen, also Vertragsnormen im Tarifvertrag sind Rechtsnormen. Was philosophischer Quatsch ist, rechtsphilosophischer Quatsch ist und zu unmenschlichen Konsequenzen führt. Ein Teil der Arbeitslosigkeit kommt davon her, dass Arbeiter im Unternehmen sich nicht solidarisieren dürfen und sagen, okay, dass bei den jetzigen Lohnhöhen, ausgehandelten Löhnen, sehen wir ein, muss das Unternehmen 10% der Belegschaft langfristig zumindest freistellen und entlassen, dann darf nicht in der Betriebsversammlung abgestimmt werden, zu sagen, wer ist bereit, auf 10% seines Lohns zu verzichten, um dadurch die Entlassung zu verhindern. Die Frage ist rechtswidrig. Obwohl sie alles andere als sittenwidrig ist. Sie ist sittlich erforderlich. Es muss die Unternehmensleitung diese Frage stellen dürfen. Unrecht geschieht hier. Welche Strukturen schweben mir vor, um die von mir vorgestellten Ansätze zu realisieren? Zunächst einmal muss der Faschismus, der latente Faschismus, verschwinden. Faschistisch nennen wir dann ein Unternehmen oder einen Staat, wenn dieses Unternehmen oder der Staat oder die Kirche oder was auch immer sich selbst, was sein mag, sich selbst zum höchst zu schützenden Rechtsgut macht. Das höchst zu schützende Rechtsgut, ein Staat ist faschistisch, wenn er sich selbst zum höchst zu schützenden Rechtsgut macht. Bei uns ist nach Artikel 1 Grundgesetz der höchst zu schützende Wert, Rechtsgut, das höchst zu schützende Rechtsgut, die Würde des Menschen. Und der Staat ist nicht höchstes zu schützendes Rechtsgut. Aber auch ein Unternehmen wäre faschistisch, wenn es seinen Bestand als höchsten Wert anbetrachten würde, seinen So-Bestand. Ohne Rücksicht darauf zu nehmen, was nennen die Menschen, die im Unternehmen arbeiten und die sehr viel mehr das Unternehmen ausmachen, als alles Kapital das Unternehmen ausmachen könnte, was denn diesen Menschen nutzt? Der Bestand des Unternehmens kann Bedingung der Möglichkeit der Nutzen für den Nutzen der Menschen im Unternehmen sein. Das ist unstreitig. Es ist nur die Frage, was suche ich an erster Stelle? Suche ich den Bestand des Unternehmens oder suche ich die Menschen im Unternehmen? Faschistisch kann auch eine Kirche sein, wenn sie sich selbst zum höchst zu schützenden Gut macht und ihren Bestand über alles setzt und ihren Bestand zu wahren sucht um nahezu jeden Preis, auch der reinen Funktionalisierung der in ihr lebenden Menschen.
Also die Überwindung faschistischer Grundeinstellungen im politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Bereich. Auch hier wieder die selbstverständliche Regel des Social Reengineering, nachdem keine der bestehenden Strukturen weiter bestehen darf, weil und wenn sie zu sozial unverträglichem Verhalten führen. Und faschistische und faschistoide Strukturen führen immer zu sozial unverträglichem Verhalten, weil sie den Menschen funktionalisieren, weil sie den Bestand von was anderem als den Nutzen, das Wohlergehen der Menschen zum sekundären Gut macht, vielleicht auch nur zum tertiären. Also die Überwindung faschistoiden Denkens. Ich will Ihnen jetzt nicht hier eine lange Vorlesung halten über Neoklassik und Keynesianismus, sondern nur ein paar Vorschläge vortragen, was geschehen könnte. Erstens, der Staat muss sich in einem Social Reengineering wieder auf seine primäre Funktion zurückbesinnen, nämlich die von Locke im Wesentlichen entwickelte, nachdem der Staat die Funktion hat, schweren Schaden vom Gemeinwohl zu wenden. Und sonst hat er bitte seine Hände daraus zu lassen, aus dem wirtschaftlichen Geschehen. Solange wie der Staat durch Subventionen oder andere Maßnahmen versucht, Gemeinwohl zu mehren, ist er ein marxistischer Staat. Das ist die rousseauische These, die von Marx übernommen worden ist und im Marxismus auch versucht worden ist zu realisieren. Nicht, wenn Sie sich mal die Gesetze anschauen, die in marxistischen Staaten gelten, auch was die Arbeitsregulierung anbetrifft, nicht, dann sehen die vor das Recht auf Arbeit, da gibt es keine Arbeitslosen. Wir können natürlich auch einen vollfaschistischen Staat haben. Das heißt, die Regulierung noch weiter treiben, das Kündigungsschutzgesetz so verschärfen, dass de facto Kündigungen unmöglich werden. Nicht? Gott sei Dank sind wir noch nicht im Faschismus, sondern oder im Marxismus voll drin, aber sind auf dem besten Wege dahin. Und es gibt tatsächlich Tendenzen, die Arbeitslosigkeit dadurch zu mindern, dass der Staat das Kündigungsschutzgesetz verschärft. Erstens ist die Beseitigung faschistischer Strukturen. Denken im Denken zuerst, dann aber auch in den realisierten Strukturen. Zweitens, der Staat hat sich auf seine primäre Funktion zu beschränken. Drittens, auch die Gewerkschaften, die ja weitgehend den Arbeitsmarkt regulieren, sollten sich da erinnern, warum sie überhaupt angetreten sind, worin ihre Existenzberechtigung liegt. Die ist heute auch noch da, nämlich den sozial Benachteiligten, den sozial Schwachen zu nutzen. Und sozial schwach und benachteiligt, das sind heute die Arbeitslosen und die Menschen, die nicht in Erwerbsarbeit stehen, obwohl sie erheblichen Beitrag leisten zur nationalen Wertschöpfung. Kindererziehung etwa. Er soll sich um die Nichterwerbsarbeit kümmern und er soll sich kümmern um die Arbeitslosen. Das sind nämlich heute die wirklich Benachteiligten, nicht die Menschen, die Arbeit haben. Ich finde, diese Neuorientierung täte den Gewerkschaften dringend Not, denn sonst werden sie, weil überflüssig, früher oder später zu Ende gehen. Hier gibt es Felder, in denen sie die Funktionen ausüben können, die sie im 19. Jahrhundert bis zur Mitte dieses Jahrhunderts mit großem Erfolg ausgeübt haben. Viertens, meines Erachtens sollten die Sozialversicherungen, die vier, die wir haben, privatisiert werden.
Das ist auch wieder so eine Sache, in der der Staat versucht, Gemeinwohl zu mehren, dass er die Sozialversicherungen in seine Hand nimmt und massiv subventioniert. Die Privatisierung der Sozialversicherungen hätte folgende Vorteile. Erstens, die Lohnnebenkosten würden voll dem Lohn zugeschlagen und auch ausbezahlt. Verbunden werden damit hätte der Staat übrigens auch die Möglichkeiten, nicht nur Steuermehreinnahmen zu machen, sondern erheblich auch Steuern zu senken. Verbunden könnte das, ja, wie die Lohnnebenkosten versteuert werden müssen, hat der Staat schon ganz erhebliche Steuervorteile davon. Verbunden werden sollte das dann mit einer Pflichtversicherung, die den elementaren Lebensbestand eines Menschen sichert. Aber diese Versicherungen sind ähnlich wie jetzt die Versicherung etwa im Kfz-Bereich. Da gibt es ja auch Pflichtversicherung, Pflichthaftpflichtversicherung, die den elementaren Bestand sichern, etwa des Geschädigten sichern. Und solche Versicherungen zu privatisieren, etwa in Form von Genossenschaften, sollte möglich sein. Und nur da hatte der Staat dann das Recht zu subventionieren, wenn tatsächlich nicht es zu einer Dauersubvention kommt, wie jetzt bei allen Versicherungen, mit Ausnahme der Krankenversicherung, und bei der Rentenversicherung wird es früher oder später zu einer Dauersubventionierung kommen. Bei der Arbeitslosenversicherung bei der Rentenversicherung haben wir schon massive Subventionen, und zwar Dauersubventionen, strukturelle Subventionen. Nein, solche Subventionen, die der Staat gibt, müssen aktuell sein. Also in konkreten Notlagen, um schweren Schaden vom Gemeinwohl zu wenden, da wir die eine oder andere Versicherung subventionieren. Ich persönlich halte es aber für besser, nicht Institutionen, auch nicht die frei als Genossenschaften etwa organisierten Sozialversicherungen zu subventionieren, sondern die einzelnen Menschen, die in Not geraten sind, zu subventionieren und ihnen zu helfen. Denn das Elend ist ja darin, besteht ja zum guten Teil darin, dass Menschen subventioniert werden, die es wirklich nicht benötigen. Nicht? Warum muss jemand, der ein Einkommen von 20.000 Mark im Monat hat, 220 Mark Kindergeld bekommen? Das ist mir nicht leicht einsichtig. Insofern glaube ich, dass viertens oder fünftens, ich weiß nicht, alle bloßen Erhaltungssubventionen, vor allen Dingen, sofern sie ganze Branchen betreffen, nicht wenn sie einzelne Menschen betreffen, einzelne Menschen zu subventionieren, die subventionsbedürftig sind, etwa Behinderte oder andere, auch unter Umständen Arbeitslose. Alle bloßen Erhaltungssubventionen, sofern sie ganzen Branchen umgreifen, sind aufzugeben. Ich sehe nicht ein, warum der Bergbau, die Landwirtschaft, Stahlwerften und so etwas subventioniert werden, wenn durch diese Subventionierung nicht etwa Arbeitsplätze geschaffen werden, sondern der strukturelle Umbau unserer ökonomischen Gesellschaft verhindert wird und damit langfristig gesehen Arbeitslosigkeit geschaffen wird. Endlich halte ich es für nützlich, eine Grundrente einzuführen, die sich zum einen finanziert durch die Mehreinnahmen des Staates, durch die Versteuerung der Lohnnebenkosten, zum zweiten durch den Fortfall der Sozialabgaben, die die niederen Gebietskörperschaften zahlen, Wohngeld und sonstige sozialen Hilfen. Wenn man das alles zusammenrechnet, auch hier wieder eine Computersimulation für Westdeutschland allerdings nur, kommt man auf eine Grundrente, die etwa 20% über der Sozialhilfe liegt. Der jetzigen Sozialhilfe. Und man könnte durchaus überlegen, ob man diese Grundrente nicht auch schon den Arbeitslosen zuteil werden lässt, also alle Menschen, nicht nur die aus dem Berufsleben, aus gleich welchen Gründen ausgeschieden sind, zukommen lässt.
Sie sehen, wenn wir etwas in der Bundesrepublik Deutschland machen wollen, könnten wir eine ganze Menge machen. Es setzt auf alle Fälle im Horizont des Social Reengineering notwendig fest, dass bestehende Strukturen so geändert werden müssen, dass sie unter einem moralischen Postulat stehen und sich im ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen über dieses ethische, sittliche Postulat als sozialverträglich realisieren. Ich wiederhole es noch einmal, wir werden in eine ökonomische und politische Katastrophe hineinrutschen, wenn die zunehmende Sozialunverträglichkeit von Politik und Ökonomie so weitergeht, wie das in den letzten 4, 5, 6 Jahren geschehen ist. Meine Hoffnung ist, dass es genug Menschen gibt, die diesen immer schneller nicht mehr führungsfähigen Zug aufhalten können oder die Weichen so stellen können, dass er auf neue Gleise fährt. Wenn das nicht geschieht, fürchte ich Arges. Wir müssen dazu kommen, dass nicht mehr das Mittelmaß, die Ohnmacht, der faule Kompromiss, das Rumdoktern an Symptomen. Politik und Ökonomie und ökonomisches Denken und politisches Denken bestimmen, sondern dass das politische Denken, das ökonomische, soziale und kulturelle Denken nicht mehr sich an Symptomen orientiert, sondern Strukturen, die diese Symptome hervorgebracht haben und Kraft genug entwickelt, diese Strukturen zu ändern. Dankeschön. Ich könnte mir Folgendes vorstellen, wir haben jetzt rund 7 Millionen Arbeitslose, also 4 Millionen, etwas über 4 Millionen offene Arbeitslose und 3 Millionen versteckte Arbeitslose, 7 Millionen Arbeitslose. Wir werden, ich habe das letzte Mal auf der Ronneburg hier schon gesagt, wir werden in absehbarer Zeit 10 Millionen, 12 Millionen Arbeitslose haben, und zwar, weil jetzt die Ideologie des schmalen Management dazu führt, dass auch im Managementbereich, also in dem Bereich der dispositiven Arbeit, massenhaft Kräfte freigestellt werden. Ich merke das auch bei meinen Seminaren. Ich habe fast bei jedem Seminar 1, 2 Abmeldungen mit der Begründung, ich bin arbeitslos geworden. Aber wenn in größerer Menge dispositive Arbeit freigestellt wird und die dispositive Arbeit die Funktion ja hatte, etwas zu organisieren, wenn diese die Arbeitslosigkeit organisiert, also die Arbeitslosen organisiert und mit 7, 8 Millionen Mitgliedern arbeiten kann, dass sie eine so politische Gewalt darstellen, dass die auf die Politik massiven Einfluss nehmen können. Marx hätte hier von Revolution gesprochen. Revolution, es braucht nichts Gewalttätiges zu sein. Revolution bedeutet neue Qualitäten in Sein und Bewusstsein. Und das brauchen wir. Und wenn es nicht anders geht, dann wird es über diese schreckliche, wahrscheinlich jedenfalls, schreckliche Vision einer organisierten Riesenmenge von Arbeitslosen sein. Die Problematik, die wir heute an Universitäten sehr ernsthaft erleben, ist die Unfähigkeit, Wissen in Handeln zu übersetzen. Wir wissen, dass es anders sein muss, aber wir sind wie gelähmt und starren wie das Kaninchen auf die Schlange. Und wir wissen, dass was anders werden muss, aber wir wissen nicht, was wir daran tun können, um effizient etwas zu ändern.
Übrigens, vielleicht interessiert Sie das. Auch hier sind Versuche gemacht worden mit Studenten der Betriebswirtschaftslehre, 8. Semester, also unser Examensemester, die ein einfaches betriebswirtschaftliches Problem zu lösen hatten, nämlich den Verkauf von Jeans, Herstellung und Verkauf von Jeans. Und die Betriebswirte haben, die zwar alles wussten, was hier notwendig war zu wissen, haben keine besseren Lösungen gefunden, sondern schlechtere als die Psychologen, die von Betriebswirtschaft keine Ahnung hatten. Also, unser Problem, unter dem wir leiden, ist, dass wir Wissen nicht in Handeln übersetzen. Das ist das Erste. Es gibt viel mehr Menschen, die wissen, dass es so nicht weitergehen kann, aber die nicht bereit sind, daraus Konsequenzen zu ziehen. Und zum Zweiten bin ich der Meinung, dass wir in der schwierigen Situation sind, im ökonomisch-politisch-sozialen kulturellen Bereich gehabt zu werden und deshalb gelähmt zu sein. Wir definieren uns nicht mehr von unserem Sein her, dem wir sind, sondern wenn wir haben. Nicht? Wir haben Arbeit, wir haben Einfluss, wir haben Macht, wir haben Ansehen, wir haben Geld. Und solange wie diese Selbstdefinition nicht geändert wird und Menschen sich nicht von ihrem Sein her definieren, was sind meine Möglichkeiten, die Grenzen meiner Möglichkeiten und wie kann ich die zu eigenem und fremdem Nutzen entfalten? Wenn das die Basis der Selbstdefinition ist, hätten wir auch eine ganze Menge wirtschaftlicher Probleme vom Hals. Du hast völlig recht, Einführung des nationalen Wohlstandes am Bruttoinlandsprodukt zu messen, wie das ja bis zum heutigen Tage volkswirtschaftlich üblich ist, selbst die Bundesbank tut das, ist unsinnig geworden. Heute müssen wir den Zustand, auch das habe ich schon einmal gesagt, einer Volkswirtschaft daran messen, erstens, der Faktor Arbeit und der Faktor Kapital, werden die voll ausgenutzt oder nicht? Nein, sie werden nicht voll ausgenutzt. Wir haben eine Menge an Innovativen, wir haben eine Menge am Faktor Kapital. Die meisten Banken wissen nicht, wo sie ihr Kapital sinnvoll unterbringen können. Wir haben eine Menge an Arbeit. Wir können nur diese drei nicht zusammenbringen, deshalb, weil das, was in Amerika den Aufschwung der letzten 4 Jahre oder 3 Jahre gesichert hat, bei uns nicht vorkommt, nämlich den Einsatz von Risikokapital. Und deshalb schlage ich vor, dass ähnlich wie das im Exportbereich schon möglich ist, durch die Hermes-Versicherungen, eine ähnliche Versicherung auch gegeben wird für Kapitalzuschüsse bei Unternehmensneugründungen mit innovativer Kraft. Dass der Staat hier mit einer Garantie eintritt, ähnlich wie gesagt, der miserable Zustand unserer Volkswirtschaft ist nicht im Bruttosozialprodukt. Er ist darin, dass Kapital da ist, dass Arbeit da ist, dass innovative Ideen da sind und dass die nicht zusammengebracht werden können. Das ist auch das ungute Gefühl, was wir alle haben, wenn wir unsere Volkswirtschaft betrachten. Auch das würde den Arbeitsmarkt ganz erheblich entlasten. Ich weiß, dass das nicht einfach sein wird, denn jede Institution neigt dazu, zu erstarren und sich selbstzwecklich zu verstehen und zu interpretieren. Aber es muss nicht so sein. Institutionen werden ja doch praktisch durch Menschen, immer nur durch Menschen. Als solche werden sie nicht praktisch. Und die Exekutoren der Institutionen, die müssen dynamischer sein. Und wenn die dynamisch sind, ist auch die Institution dynamisch. Nicht das Elend ist ja, dass die Exekutoren unserer Institutionen weitgehend undynamisch sind und sich den endogenen Zweck der Institution, nämlich Selbstbestand und wenn der Selbstbestand dadurch nicht gefährdet wird, Expansion, dass diese zu Agenten werden der Institution und auf diese Weise dann dazu neigen, sich an erster Stelle, aber dann mit und durch sich andere zu entmenschlichen, sich sozial unverträglich zu verhalten.
Von den Obern in Köln wird gesagt, dass das Buch Ende der Neuzeit wesentliche historische Fehler enthalte. Es waren tatsächlich 3 oder 4 drin, deshalb habe ich das Buch von einem Historiker gegenlesen lassen und die sind in korrigierten, in Fahnen dann korrigiert worden. Der Hauptfehler des Buches ist, dass ich darin behaupte, in gut konstruktivistischer Manier, dass die konkrete Geschichte nicht existiert, sondern dass es immer nur Singular von Geschichten sind. Dass man die gleichen historiografischen Daten in einer Vielzahl von Geschichten niederschreiben kann, genauso wie man aus einer bestimmten Menge physikalischer Daten, die man beobachtet hat, auch eine Mehrzahl von Theorien machen kann. Und das hat natürlich unseren Historiker auf die Palme gebracht und die Historiker haben gesagt, das geht nicht, Geschichte ist Geschichte und nicht eine Einzahl von Geschichten und der Singular von Geschichten, der nimmt uns jede Wissenschaftlichkeit und hier wird behauptet, Geschichte sei keine Wissenschaft. Was falsch ist, Geschichte ist eine Wissenschaft wie jede andere auch. Aber ausgehend von der Tatsache, dass ich selbst schon erlebt habe, dass die deutsche Geschichte 3 oder 4 Mal anders interpretiert worden ist, weiß ich sicher, dass Geschichte immer nur der Singular von Geschichten sind. Dass wir uns immer nur Geschichten über historiografische Ereignisse erzählen. Und das ist die Hauptthese des Buches. Und die mögen Historiker im Regelfall, nicht der Künstler wahrscheinlich, macht da eine Ausnahme. Ich habe mir auch lange Gedanken gemacht, wie man in dem Bereich des Sustainable Development irgendwie weiterkommen kann. Schauen Sie, Arbeitslosigkeit kann nicht eine Lösung des Sustainable Developments sein, also der sogenannten nachhaltigen Entwicklung, ist ein schreckliches Wort, das deutsche Wort nachhaltig, einer nachhaltigen Entwicklung sein, das heißt einen Zustand herzustellen, in denen die Umwelt nicht mehr belastet wird, als sie verkraften kann, als sie regenerieren kann. Ich bin nicht der Meinung, dass, wie der Fragesteller meint, die Europa ein Staat ist, der in der Lage ist, dieses Umweltproblem zu lösen. Und auch das Arbeitsproblem zu lösen. Wenn wir schon ernsthaft darüber nachdenken, werden wir uns der These Kants nicht ganz entziehen können, dass solange wie Ärzte ist nun nicht bezogen auf Arbeitslosigkeit oder auf Umwelt, war damals kein ernsthaftes philosophisches Thema, sondern dass wir einen Weltstaat brauchen, benötigen, ich habe auch in dem Buch darüber geschrieben, als eine mögliche Lösung, eine Ökokratie, die solange wie Volkswirtschaften miteinander konkurrieren, und möge es auch die EU-Volkswirtschaft sein, wird die Umwelt immer weiter leiden, weil durch den Verbrauch von Umwelt sich Volkswirtschaften Profit versprechen. Wir müssen also wie Rio eigentlich auch gefordert hat, eine Weltwirtschaft haben, die so organisiert ist, dass bestimmte politische Institutionen, wo auch immer angesässig und von auch wo immer herkommen, die Volkswirtschaft bestrafen kann, die über das Maß des Verträglichen umweltschädigend tätig wird. Solange wir da nicht etwas haben, das den Umweltschaden mindert, und wir haben 2 Bereiche, in denen Umweltschaden ganz erheblich sind, das ist zum ersten sicher die hochindustrialisierten Länder und zum zweiten die unterentwickelten Länder. Sodass die Idee, die Vision, die ich habe, auch gleichzeitig die Optimierung der Umwelt, des Umweltschutzes dahin geht, dass die reichen Länder abgeben und die Armen entwickeln, sodass es hier zu einem Optimum, zumindest von Development, von Entwicklung, von Umweltverträglichkeit führt. Diese Grundidee war auch eine Grundidee von Rio.
Die zweite Grundidee von Rio konnte leider nicht realisiert werden, deshalb, weil der Papst über die Vereinigten Staaten verboten hat, das Thema zu behandeln. Das ist die wachsende Bevölkerung, die Weltbevölkerung, die ja selbstverständlich auch das Sustainable Development zunehmend erschwert. Warum aber realisieren wir den schlechtesten gemeinsamen Nenner vereinigter Bürokratie? Das ist tatsächlich das Problem der EU. Und hier haben wir ein typisches Beispiel einer entstehenden Institution, die alle Übel aller anderen bestehenden Institutionen versucht, in sich zu vereinigen. Und deshalb glaube ich, der Vertrag von Maastricht ist ungefähr das Schlechteste, was je geschrieben worden ist an Verträgen. Es war auch kein Volkswirt ernsthaft daran beteiligt, sondern es waren Politiker. Und wenn Politiker wirtschaftsbetreffende Verträge machen, kommt eben ganz sowas dabei heraus. Die anderen Fragen betreffen tatsächlich jetzt auch unser Thema Ketzer unmittelbar, also das erst vorgestellte Buch. Und ich bin froh darüber, dass diese Fragen jetzt von einem Massenmedium gestellt worden sind. Ich will sie jetzt nicht als Interviewfragen beantworten, sondern gleichsam als Vortrag zu diesen Fragen. Bin tatsächlich der Meinung, dass das Wichtigste, vielleicht nicht das Beste, aber das Wichtigste, was im europäischen Denken hervorgebracht worden ist, sind die Menschen, die im Sinne von Reengineering irgendetwas, was andere für ganz selbstverständlich hielten, in Frage gestellt haben und es mit Erfolg ändern konnten. Und diese Menschen nennen wir Ketzer, die nachhaltig etwas ändern konnten, dadurch, dass sie irgendetwas, was andere für selbstverständlich hielten, in Frage stellten. Und wir brauchen heute eine große Menge von Ketzern, um das Social Reengineering, von dem ich gesprochen habe, zu realisieren. Menschen, die nichts für selbstverständlich halten. Und deshalb glaube ich, dass man den gläubigen Christen den Rat geben könnte, die Ketzer nicht als Nächstbeschmutzer zu bezeichnen, obwohl das die offizielle Kirche oft genug tut. Aber ich spreche jetzt nicht von der offiziellen Kirche, sondern von gläubigen Christen. Das ist nicht dasselbe, wie Sie in dem Buch Nachkirchliches Christentum leicht nachlesen können. Dass gläubige Christen das nicht tun können und nicht tun dürfen, selbst wenn es die offizielle Kirche tut, deshalb, weil in ihren Ketzern die Kirche die Chance hat, sich zu reformieren. Ohne Ketzer hätte sie noch nie sich reformiert, sondern wäre immer weiter in die Institutionalisierung und deren Zwänge hineingerutscht. Natürlich ist das die Wahrheit sagen heute in der Kirche unter Umständen genauso gefährlich wie die Wahrheit sagen zur Zeit Jesu in den damals herrschenden Schichten des jüdischen Staates, bitte nicht der Juden. Nicht? Die konnten auch die Wahrheit nicht ertragen oder vertragen und waren auch nicht bereit, Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen. Das Gesetz zu lästern hieße Gott lästern, denn nach jüdischem Glauben ist Gott gleichsam Gesetz geworden. Ähnlich wie er nach christlichem Glauben Mensch geworden ist oder nach muslimischem Glauben Buch geworden ist und sich im Gesetz also repräsentiert, sich darstellt in seiner Göttlichkeit. Und Jesus hat gegen das Gesetz verschiedentlich verstoßen und man hat das Gesetz für eine zu große Selbstverständlichkeit gehalten und die Normen des Gesetzes, der Tora, und hat ihn dann als Ketzer verurteilt. Heute hat das moderne Judentum, sehr viel vom Christentum übernommen. Der Glaube etwa
dass die menschliche Seele unsterblich ist, was damals nur eine sehr schmale Schicht glaubte. Auch das ist heute allgemeine jüdische Überzeugung, dass Gott nicht primär der strafende, sondern der liebende und verzeihende Gott ist, auch heute allgemeine jüdische Überzeugung. Alles das ist sicher auch aus der Jesusbotschaft in das moderne Judentum hineingewandert. Also bitte nicht das Judentum, manche Menschen wissen vom Judentum nicht mehr, als was im Alten Testament steht oder was im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium an Bösem steht, was Jesus über die Pharisäer gesagt hat und die Schriftgelehrten. Also ein bisschen mehr sollte man vielleicht schon wissen. Das Wahrheitssagen ist also in der Kirche auch heute gefährlich, wenn es die Selbstverständlichkeiten der Kirche oder in der Kirche in Frage stellt. Ich bin der Meinung, dass die Kirchen in ihren Führungsetagen ganz ähnlich organisiert sind, jedenfalls viele in vielen Bereichen, nicht überall, so organisiert sind wie ein schlecht organisiertes Unternehmen. Das können Sie bei mir sehen, kein Unternehmen hätte so primitive Strukturen des Mobbing betrieben wie die Kirche mir oder mein Orden mir gegenüber. Das ist also wirklich ist zum Weinen, nicht? Diese Ungekonntheit des Mobbing. Und ich, mein Orden tut mir herzlich leid, weil ich habe tiefes Bedauern, weil er selbst das nicht kann. Ich glaube, dass in den Kirchen, in allen Kirchen, insofern sie institutionalisiert sind, am wenigsten wahrscheinlich in den Reformierten, dass in allen Kirchen die Tendenz besteht, dass keine Visionäre führen, sondern Bürokraten führen. Und Bürokraten neigen dazu, möglichst systemkonform sich zu verhalten und auf diese Weise die Chance zu haben, ganz nach oben aufzusteigen. Die Frage, ob die Ankunft Jesu das Dilemma, in dem heute weltweit die durch die zerbrechenden europäischen Werte, darin sind ja auch dann einbezogen die Menschen, die unter uns leiden, und das ist praktisch auch die ganze Drittwelt, dass heute in dieser Notzeit die Endzeit angebrochen wäre, für die Jesus seine Wiederkunft angekündigt hat. Ich glaube nicht, dass man das so sehen sollte. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir ernster nehmen sollen, das Wort im Lukas-Evangelium, wo die Pharisäer dann Jesus fragen, wo ist denn nun dein Reich, von dem du ständig sprichst? Und er antwortet, Basilea tu tego en tos immunestin, also das Gottesreich ist schon mitten unter euch. Und im Matthäus-Evangelium im 18. Kapitel steht dann auch nochmal ausdrücklich drin, wo zwei und drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter euch. Ich halte Jesus für etwas, das unter uns ist, wenn wir uns in seinem Namen versammeln. Und dass er schon unter uns weilt. Und für einen gläubigen Menschen kann das hin bis zur physischen Wahrnehmung kommen. Die geistige Windstille in der Kirche, davon möchte ich nicht so unbedingt sprechen, sondern ich glaube, der Schurke ist das Mittelmaß. Das drückt sich unter anderem vielleicht auch daran aus, wie die Kirche etwa jetzt mit dem Zölibat umgeht. Ich verstehe unter Zölibat, dass es Menschen geben sollte auf dieser Welt, die zeigen können, aber das muss auf Freiwilligkeit beruhen, die zeigen können, dass es möglich ist, in dieser Welt keine Heimat zu finden bei einem anderen Menschen, sondern die in ihrer gewissen Heimatlosigkeit vorleben, dass unsere Heimat nicht hier die endgültige ist. Und darin sehe ich den großen Wert des Zölibats. Wenn es gelingt, Menschen zu zeigen durch das eigene Leben, hier, guck mal, das ist nicht unsere endgültige Heimat und mach dich bitte hier nicht so fest, als wenn du krall dich nicht mit allem hier auf dieser Erde fest,
denn du musst doch mal alles verlassen, was du hier besitzt. Ein Mensch, der vom Haben gehabt wird, wird alles Haben einmal verlieren und wird dann einen sehr schweren Tod sterben, wenn er ihn bewusst stirbt. Weil alles, was ihm was bedeutete, verlieren muss. Und deshalb denke ich, ist der Zölibat zeigen, hier nirgendwo ist unsere Heimat auf dieser Welt ein wichtiges Zeichen. Wie gesagt, ich halte die Frage des Zölibats für notwendig, eine freiwillige charismatische Begabung, die einen wichtigen Aspekt von Gottesreich vorzeigen kann und auch soll und darin ihre Berechtigung hat. Sie kann keinem Menschen verpflichtet gemacht werden. Wenn jemand den Zölibat nicht halten will oder nicht kann oder auch aus ideologischen Gründen ihn für falsch hält, dann hat er meine hohe Achtung. Ich persönlich halte ihn nicht aus ideologischen Gründen für falsch. Wo das Zölibat anfängt, das ist genau da, wo es einem Menschen gelingt zu zeigen, hier auf dieser Welt ist nicht unsere endgültige Heimat. Da beginnt das Zölibat. Und wenn es endet da, wo es eben nicht gelingt, dieses zu zeigen und zu leben. Ja, dann eine sehr spezifische Frage. Was ist denn eigentlich auf dem Arbeitsmarkt und welche Funktionen haben auf einem funktionierenden Arbeitsmarkt Consulting-Unternehmen, die spezialisiert sind auf Lean Management? Wenn man ironisch sein würde, und ich bin es jetzt mal, dann würden wir sagen, eine große. Sie sorgen nämlich dafür, dass das Arbeitslosenheer einen Kopf bekommt. Bisher hat es nur Beine. Und wenn es sich organisiert, dieses Arbeitslosenheer, dann ist das eine Macht, dann ist das die größte politische Macht in der Bundesrepublik Deutschland. Wie gesagt, ich möchte nicht unter deren Räder fallen. Die tatsächlich als wahrscheinlich, vielleicht als einzige, wenn wir nicht selbst umlernen und umdenken können, uns zwingen, um zu denken, um zu lernen, Dinge neu zu sehen und anders zu sehen. Und Lean Management ist aber auch auf der anderen Seite eine Gefahr. Ich kenne Unternehmen, die sich totgeleant haben, wo dann wirklich nichts mehr funktionierte. Und aus Angst vor dem Leaning zum Opfer zu fallen, dann Führungskräfte Informationen zurückbehielten, falsch weitergaben, Entscheidungen im Unternehmen nichts mehr zum Unternehmensnutzen taten, sondern auch zum Eigennutzen und damit das Unternehmen in eine Situation brachten, die nicht mehr das Unternehmen als soziales System, sondern als reines Konglomerat von Individuen oder Gruppen, die ihren Eigennutzen suchten und sonst nichts mehr, zerfallen ließen. Dann ist ein Unternehmen natürlich totgeleant. Also Lean Management mit Maß, ja. Lean Management um jeden Preis, nein.